Hier werden die Peak-Biere gebraut. Gleich nebenan werden sie gezapft und genossen. Momentan sind Ferien. Das Personal hat schon um 12 Uhr alle Hände voll zu tun. Die Peak-Biere sind beliebt. Die Nachfrage ist hoch. Damit das Bier nicht ausgeht, hat sich die Brauerei vor einiger Zeit dazu entschlossen, die Produktionskapazität zu vergrößern. Avec la production comme telle qu'elle était avant, on était limité à 5000 hectolitres par an et entre l'Oreca et les ventes à l'extérieur, c'était trop peu. Donc on a décidé de donner plus d'amplitude à la production. Maintenant, on pourra dans le futur aller jusqu'à 16000 hectolitres par an. Mehrere Schritte wurden für die Vergrößerung der Produktionskapazität unternommen. Der erste betrifft diese Maisbottiche. Malz wird hier mit Wasser vermischt. Später kommt Hopfen hinzu. Die Füllmenge der Tanks wurde verdoppelt. Mehr Bier kann so auf einen Schlag hergestellt werden. Vergrößert wurden auch die Gärtanks. In den großen Behältern sorgt Hefe dafür, dass der Zucker des Malzes in Alkohol umgewandelt wird. Bier entsteht. Angefangen hat alles mit 4 Gärtanks. Seit diesem Jahr sind es insgesamt 18. Auch neu und unerlässlich für die Brauerei die Abfüllanlage. Neue Flaschen müssen nicht mehr per Hand auf das Fließband gelegt werden. Das übernimmt nun eine Maschine. Auch dieser Greifarm ist neu. 24 Flaschen können nun gleichzeitig in einen Karton gesteckt werden. Mehr als 1000 Flaschen gehen nun pro Stunde über das Band. Wie lässt sich der Erfolg des Bieres erklären? Grâce à l'implantation de la brasserie dans les Fagnes, ça fait un très bel écrin pour la brasserie. Qui permet des balades tout autour pour les personnes qui viennent visiter. Ensuite, il y a la qualité de la bière grâce à l'eau des Fagnes. Et pour finir, on a une équipe très dynamique qui permet un très très beau succès pour la brasserie. Mit 4 Bieren hat alles angefangen. Nun vertreibt die Brauerei 8 Biere standardmäßig. Biertastings stehen in der Brasserie hoch im Kurs. Und wie schmeckt's? C'est magnifique. Meilleure bière de la province. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la meilleure, elle est bonne, elle est bien faite, elle est brassée, elle est artisanale. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, magnifique quoi. Très bonne bière, on a passé un très bon moment, on a visité la brasserie, on a appris beaucoup de choses sur la réalisation de la bière dans un environnement plutôt sympathique. Die Brauerei hat sich zu einem wichtigen Arbeitsstandort entwickelt. 15 Vollzeitangestellte und rund 40 Studenten sind hier beschäftigt. Es bleibt spannend zu sehen, wohin sich die Brauerei in den nächsten Jahren entwickelt.